Das Gehirn ist erstaunlich plastisch. Also mit jeder kleinen Aktion, die wir unternehmen, verändern wir auch unser Gehirn. Ich kommuniziere auch mit mir selbst, mit meinem eigenen Bewusstsein. Wovon überzeuge ich mich selbst jeden Tag neu? Das Problem ist, dass man das nicht objektiv betrachten kann, wie was wahrgenommen wird, sondern dass es halt von Persönlichkeitseigenschaften abhängt oder auch von deinen Vorerfahrungen. Mit diesem großen Aufbruch der sozialen Medien, dieser vielen Kommunikation, gibt es ganz neue Ansprüche eigentlich an die kommunikative Bildung der Menschen. Wir haben es jetzt damit zu tun, dass strategisch absichtsvoll verbreitete Desinformationen mehr werden und wir überlegen müssen, wie können wir kennzeichnen, was faktisch geprüft ist. Kommunikation ist immer Beeinflussung oder Manipulation, wenn man es so nennen will. Und eine Frage, die man sich eben stellen kann, wie transparent macht man das?